einen wunderschönen guten Morgen aus dem Auto, wie ihr sehen könnt. Ich muss ein paar Kleinigkeiten erledigen. Einmal hier habe ich Pakete bzw. einen Brief und ein Paket. Das bringe ich jetzt eben schnell zum Briefkasten und zur Packstation. Und die Packstation bei uns ist ja beim Lidl. Von daher springe ich dann eben schnell noch zum Lidl rein, weil wir nämlich kein Spülmaschinenpulver mehr haben. Spülmaschinenpulver und Salz, muss ich dran denken. Genau. So. Ja, Elisa habe ich natürlich schon in den Kindergarten gebracht. Die Maus werdet ihr heute auch definitiv nicht sehen, denn sie ist nach dem Kindergarten bei ihrer Freundin. Da haben die nämlich ein kleines Playdate und wird dann erst gegen 18 Uhr wieder zu Hause sein. Oder ich hole sie ab. Das wissen wir jetzt noch nicht. Entscheiden wir dann wahrscheinlich spontan. Hier vorne ist mein Briefkasten, den ich jetzt brauche. Da flitze ich jetzt mal eben hin. Dann habe ich das nämlich auch schon erledigt. Das sind nämlich noch ein paar Verkäufe von Vinted, was ich bei Vinted eingestellt habe. Und dann brauchen die Leute nicht zu lange darauf warten. Ich gucke ja immer, dass ich so spätestens 24 Stunden nach Zahlungseingang versende. Und ja, deswegen passt das ganz gut heute. So. Jetzt bin ich beim Lidl angekommen und flitz jetzt eben los, das Paket in die Packstation bringen und dann mal eben schnell beim Lidl rein, meine Sachen holen und dann würde ich sagen, bin ich gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Ich wollte nur ein paar Teile kaufen. Mein Einkauf hat jetzt knapp 35 Euro gekostet, also so viel zu dem Thema. Ich flitze nur mal eben schnell rein und kaufe Spülmaschinensalz. Ich glaube, das kennen ganz viele von euch. Ja, aber irgendwie habe ich dann noch das gefunden und noch dies gefunden und Klopapier brauchten wir auch wieder. Da habe ich direkt eine gefühlt Jahrespackung gekauft an Klopapier und ja, irgendwie ist das dann eins ins andere gekommen und dann, ja. Na super. Meine Tasche ist umgefallen. Ach ja, meine Sucht, die musste ich auch befriedigen. Also wer mich länger verfolgt, der weiß, dass ich seit Jahren auf Weintrauben stehe und da musste ich dann auch wieder zugreifen. Ich liebe einfach Weintrauben, auch in alle möglichen Kombinationen, wie mit Käse, mit Schokoladenpudding. Ich esse auch super, super gerne Brot mit Frischkäse drauf und dazu Weintrauben. Ich bin sehr verkorkst, aber das bin nicht nur ich. Meine Mama ist auch so in manchen Bereichen und meine Oma war noch viel schlimmer. Meine Oma war genauso der Charakter wie ich. Also komplett das Essverhalten gleich. Aber auch jetzt erst in den letzten Jahren irgendwie. Früher konnte man mich damit jagen. Da habe ich es nicht so gegessen. Aber jetzt, die letzten Jahre, okay. Hund ohne Besitzer. Ja, großartig. Scheint wohl irgendjemand hier aus den Häusern den Hund rausgeschmissen zu haben und sich dann nicht mehr drum zu kümmern. Super. Sowas erlebt man dann natürlich auch auf dem Land. Ne? Jetzt gleich sind wir auch schon wieder zu Hause. Deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich zu Hause. So, meine Lieben, wieder zu Hause.
Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber irgendwie bin ich heute so lustlos. Ich bin auch so schnell wieder zu Hause gewesen, dass selbst meine Mama und meine Schwester dran waren. Hä? Oh, Was machst du? Jorogan hat die drauf gehabt. Ja. Guck, die Duft war die wieder da. Halbe Stunde. Ja, super. Ja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe so null Bock. Null Energie. Ich weiß nicht, ob das heute noch hier lange gut geht. Dann werde ich morgen einfach weiter vloggen für euch. Simba, komm her. Doch. Doch, du kommst jetzt nicht ins Badezimmer. Geht jetzt nicht. Ich muss jetzt noch einiges am PC machen und noch ein paar Überweisungen tätigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder oder halt morgen, je nachdem, wie ich heute drauf bin, weil irgendwie, ja, habe ich keinen Bock. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade schon die Kleinen noch fertig gemacht hier. Milan muss ich jetzt noch anziehen. Die Sachen habe ich hier noch liegen. Und ja, heute ist auch unsere Elisa Maus zu Hause. Manchmal hat Elisa Zeiten, da möchte sie nicht so gerne in den Kindergarten und dann lasse ich sie halt auch zu Hause. Und ja, heute ist so ein Tag. Dementsprechend darf die kleine Maus heute zu Hause sein und zu Hause bleiben. Gerade ist von der Post noch ein riesengroßes, schweres Paket für uns hier angekommen. Da ist nämlich unser neuer Gefrierschrank drin, ne? Ich hoffe, der ist auch wirklich was. Wir müssen den jetzt hier hochschleppen und dann müssen wir den auspacken. Und ansonsten habe ich heute gar nicht so viel mehr hier zu tun. Jo, aber man findet immer irgendwas, ne? Deswegen, ich ziehe jetzt schnell Milan an und dann zeige ich euch die Mäuse alle ganz in Ruhe, wie sie heute angezogen sind. So, ich bin fertig. Alle Mäuse sind angezogen. Nala Maus. Hi. Alles gut? Alles gut? Süße? Ja, was denn? Was ist denn los, mein Schatz? Was ist los? Hoppala. Ja, du musst gleich noch deine Tablette kriegen, ne? So, ich zeige euch jetzt die Kleinen, wie die angezogen sind heute. Und zwar fangen wir hier mit Maja Maus an. Maja hat heute einen total süßen Strampli an. Mit einem rosa langen Body. Richtig süß, der Strampler. Und die beiden Jungs, die sind heute so. Unser Milan-Schatz hat eine Jogginghose an. In Grau. Und dann diesen Steifpulli drüber. Und unser Mika, der kleine Mann, hat diesen Overall hier an mit einem passenden grauen Pulli drunter. Richtig süß. Ja, und unsere Elisa hat eine dunkelblaue Leggings an. Und zeig mal, Mausi. Ihr Elsa-Shirt hat die Mausi an. Ne? Ja, genau. Dein Elsa-Shirt, das liebst du, ne? Süße Schnecke. Ja, und die spielt hier mit ihrer Kaffeemaschine und wollte ihre Küche haben. Ja, und ich werde jetzt mal gucken, dass ich jetzt hier noch ein bisschen aufgeräumt bekomme. Wir haben nämlich diese Toni-Figuren alle einfach nur hier reingeschmissen, dass ich die jetzt wieder hier reinpacke und zumache alles. Ja, und dann die Schuhe muss ich wegräumen, dass ich hier so ein bisschen Ordnung wieder kriege. Ach ja, bevor ich das wieder vergesse. Und zwar haben mich jetzt schon mehrere danach gefragt, ob ich nicht mal die Boxen zeigen könnte, die ich für Aaron bestellt habe. Ich habe einen Dreierpack bestellt. Davon habe ich jetzt eine Box zurückgehalten, jetzt leer für Aaron. Aber ich habe ihn ja bei mir im Moseskörbchen liegen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Box werde ich über kurz oder lang dann anderweitig nutzen. Ich zeige die euch aber jetzt einfach mal. Und zwar ist das diese hier. Da ist ein passender Deckel mit bei. Die kann man hier dann aufmachen. Und dann kann man den Deckel abmachen. Und ja,
So sieht die aus. Also ist so eine klare Box sozusagen. Da kann man das Baby dann reinlegen und dann ja zumachen. Wie gesagt, das war ein Dreierpack. Deswegen zwei habe ich auch schon im Einsatz. Normalerweise haben die die Maße für unseren Kleiderschrank, aber ich bekomme die da leider nicht rein, weil die Türen nicht komplett geöffnet werden können. Deswegen habe ich die beiden Boxen jetzt auch hier oben auf dem Schrank stehen. In der einen Box ist alles an Zubehör für Maxi-Cosi und Kinderwagen drinne. Da fehlen noch die zwei Sachen, die müsste ich da noch reinschmeißen. Habe ich noch nicht gemacht. Und hier oben die Kiste, da sind alle unsere Decken drinne, die wir alle aktuell nicht in Benutzung haben. Das ist eine ganze Kiste voll. Also das ist einiges. Ja, das ist die Box für Aaron, die ich aktuell noch nicht benutze. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann. Ich verlinke die euch unten in die Infobox. Das ist ein Dreier-Set. Ihr bekommt die nur als Dreier-Set und als Sechser-Set. Ich glaube, 37 Euro habe ich für die bezahlt. Aber ja, das sind ja Kisten, die man ja auf Dauer nutzen kann. Und nicht nur für die Reborns oder für die Silly-Babys, sondern halt auch für vieles andere. Ich werde jetzt ein bisschen mit Elisa spielen hier und sie ein bisschen beschäftigen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns später wieder. So, meine Lieben, wir haben wieder 2:30, 3:05. Den ganzen Vormittag habe ich mit Elisa gespielt. Dann haben wir den neuen Gefrierschrank hochgebracht und ja, ausgerichtet. Und ja, irgendwie ist dann so die Zeit verflogen. Wir haben noch Mittag gegessen und jetzt bin ich irgendwie wieder ziemlich K.O. Deswegen möchte ich mich auch gerne jetzt hier aus diesem Vlog von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog trotzdem Spaß gemacht, uns zu begleiten über die 2 Tage. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns definitiv ganz, ganz bald wieder. Also bis zum nächsten Mal.